in den Niederungen der österreichischen Politik und da bis zur FPÖ. Der Andreas Mölzer, wir haben den Ausschnitt kurz gesehen, hat, ich glaube in dieser Sendung oder in einer anderen Sendung, eine ganz interessante Theorie aufgestellt. Er hat gesagt, die FPÖ ist nicht zuletzt dank ihrer Tätigkeit natürlich so groß geworden, hat so viele Sitze errungen in den diversen legislativen Körperschaften, dass es sehr schwer ist, die mit entsprechend geprüftem Personal zu besetzen. Würden Sie dieser Theorie zustimmen? Nicht 100%, weil ich glaube, dass das bis zum Jahre 1994 für uns gegolten hat. Das heißt, das war ein Wachstumsprozess, den wir selbst nicht im Wesentlichen, vor allem auf der Länderebene, mitstrukturiert haben. Seit diesem Zeitpunkt versuchen wir also stärker auch von Seiten des Bundes Einfluss zu nehmen und Sie werden uns zugestehen, dass wir ja wirklich auch im Parlament eine sehr gute Fraktion haben und sehr viele gute Fachleute haben. Ich meine, ein Prinzhorn als Industrieller, der sich wirklich viel vorgenommen hat, oder ein Michael Krüger aus Linz, der Beteiligte einer der bedeutendsten Wirtschaftskanzleien ist. Das sind alles Leute, die ja nicht deshalb kommen, weil sie sagen, da brauche ich was zum Geld verdienen, sondern weil sie sagen, das ist eine gute Gemeinschaft, da hat es Sinn, etwas zu investieren. Und diese Qualitätserhöhung, die versuchen wir durchzuziehen, damit wir uns unterscheiden von den anderen, die halt viel Kammer- und Gewerkschaftssekretäre haben. Das sind auch Leute, okay, aber wir wollen in Wirklichkeit die Breite der Bevölkerung abdecken. Aber wären Sie jetzt nach den Geschehnissen der letzten Wochen, wo der Herr Schnell sich in einer Weise da demütigen musste, die ich überhaupt noch nie gesehen habe, wo jetzt dieses Geldstrafensystem da eingeführt wird, gegen das der Clubzwang bei den anderen Parteien ja humaner Strafvollzug ist, wären Sie da die entsprechenden Leute kriegen? Oder da kommt da wirklich nur mehr... Ich bin gerührt, dass Sie solche Sorgen um die FPÖ machen, dass wir keine Leute kriegen. Wir kriegen also genügend Leute, gerade durch dieses System. Und die wirkliche, würde ich sagen, die mangelnde Fairness, die Sie hier immer wieder an den Tag legen, besteht einfach darin, dass Sie sagen, Geldstrafensystem. Das ist es nicht. Es ist bitte ein zivilrechtlicher Vertrag, zu dem sich der Mandatar verpflichtet. Wenn er sich nicht verpflichtet, gehört er halt nicht dem Club an. Aber wenn er aufgestellt werden will, dann muss er die Anstandsregeln und dann muss er die Bereitschaft haben, die Wahlversprechen einzuhalten. Was ist denn das Fürchterliches? Das ist doch das Schönste für den Wähler, was es gibt. Das müsste dann halt nur sein Pönale bezahlen. Ein Pönale ist doch ein anderes Wort für Strafe. Aber nicht strafrechtlich, sondern zivilrechtlich. Da lege ich größten Wert drauf, weil das ist keine Strafexpedition, so wie das so gern geschrieben wird, sondern ein Pönale. Und wenn Sie sich das anschauen, was die anderen mit dem Clubzwang aufführen, bei der 0,5, 0,8 Promille Abstimmung im Parlament ist im SPÖ-Club sind zwei sogar gerade mit Gewalt veranlasst worden, abzustimmen im Sinne des Clubs. Das ist ja uns noch allen in Erinnerung. Das möchte ich also nicht haben, sondern ich möchte einfach Abgeordnete haben, die sich wirklich zu was bekennen. Herr Parteiobmann, aber de facto kann man sich ja da eigentlich die gesamten Funktionärsriege ersparen. Denn Sie geben ja eigentlich das Thema vor, wie es weiterzugehen hat. Die anderen unterschreiben einen Vertrag, wir halten uns daran. Wozu brauche ich dann eigentlich ein paar hunderttausend Funktionäre, weil man eh sagt, Sie sagen was und es hat so zu geschehen? Entschuldige, das ist ja nicht das, was der Jörg Haider sagt, sondern das Wahlprogramm, das die FPÖ erarbeitet und beschließt. Das sind die Verhaltensregeln, die die Landespartei ab meiner nächste Woche erstellen werden. Und wenn dann jemand wie der Kollege Schnell sich loyal in die gesamte Parteilinie einreiht, dann wird ihm gleich attestiert, dass er eine hündische Untergebenheit hat. Es gibt so etwas wie eine Kameradschaftlichkeit, Gott sei Dank. Und der Karl Schnell ist ein wirklich langjähriger Freund von mir und er steht nicht nur zu mir, sondern ich stehe auch zu ihm. Das ist es, was unsere Freundschaft begründet, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und ich bitte wirklich, diese Leute nicht ständig zu disqualifizieren. Er ist einer der begabtesten und besten Ärzte gewesen, zu dem tausende Menschen gekommen sind, denen er geholfen hat. Und ich lasse das nicht zu, dass die dauernd heruntergeputzt werden. Noch ein Anruf ist gekommen. Die Frau Langthal hat angerufen, dass nur die Grünen gegen Herrn Fuhrmann als Europarichter waren.
dass aber die FPÖ der Berufung Fuhrmanns in den Europäischen Gerichtshof zugestimmt habe. Ja, das hat, ist ja bedauerlich, nicht? Ist ja bedauerlich, dass diese Dinge jetzt erst im Zuge der ganzen Debatten aufkommen, wo uns plötzlich Unterlagen zugänglich gemacht werden, wo man sieht, dass so jemand auf der Lohnliste okay, der Waffe bitte, herstellt. Entschuldigen Sie, über diese, also, Sache, über diese Sache muss sicher nicht recherchiert werden, müssen Sie auch selber recherchieren. Ich muss jetzt den mir unbekannten Herrn Fuhrmann in Schutz nehmen. Hoffentlich sagst du das bei mir auch einmal, Nein, mach ich sofort. Aber zu sagen, der Fuhrmann, Abgeordneter Fuhrmann, steht auf der Lohnliste der Mafia, das kann ich nicht hinnehmen. Ja, das ist halt leider der Kontrast, der Buchhaltungsauszug, bitte, Herr Kollege. Ja, vielleicht hat er für die einen Vertrag oder irgendwas gemacht, aber vielleicht ist das gar nicht die Mafia, sondern ein von irgendjemandem fabriziertes Papier. Aber da steht nicht, dass der Herr Fuhrmann auf der Lohnliste der Mafia steht. Das ist aber, Herr Dr. Heider, das ist also eine Behauptung, die in dieser Form Ich will Ihnen das nur einmal zeigen, dass diese Dinge ja existent sind. Nein, und wenn Sie sowas gegenüber Freiheitlichen in der Hand hätten, hätten Sie mir das heute um die Ohren gehauen, dass das nur also so getönt hätte. Na, ja? Dass Sie bei der Mafia sind, das hat niemand unterstellt. Also das ist Herr einmal ein nicht, aber die Regierung ist bitte, involviert. Das hat sogar der ORF berichtet. Bitte noch einmal, also wie gesagt, das ist zu recherchieren, was das wirklich ist und ob diese Vorwürfe auch nur in Ansätzen stimmen, jetzt sich herausstellen oder nicht herausstellen. Bitte jetzt auch noch einmal über Ihre persönliche Zukunft aufgrund all dessen, was hier passiert ist. Sie haben also, wie wir das am Anfang gesehen haben, bei dieser gestrigen Veranstaltung in Kärnten, sehr große Sympathie dafür ausgesprochen, mit den Kärntnern zusammen zu erreichen, dass sie erste Partei im Lande Kärnten werden. Heißt das, dass Sie dort auch Spitzenkandidat für die Landtagswahlen werden wollen? Das wird man sehen, weil ja der Wahlkongress erst im Herbst stattfindet, also relativ kurz zur Landtagswahl hin, die im Frühjahr des kommenden Jahres ist. Die Umfragen in Kärnten zeigen uns, dass wir riesige Chancen hätten, die Nummer 1 zu werden, unter der Voraussetzung, dass ich selbst mitkandidiere. Das wäre ein historisches Ereignis für die österreichische Demokratie, dass in einem Bundesland die Freiheitlichen die stärkste Partei werden und damit berechtigterweise den Führungsanspruch anmelden können. Und über das denke ich natürlich sehr intensiv nach, denn ein Modell Schröder wäre ja nicht von der Hand zu weisen, würde ich es einmal vorsichtig formulieren. Denn das könnte also für die freiheitliche Bewegung durchaus eine enorme Dynamik bringen. Wie sollte das ausschauen, das Modell Schröder? Der Schröder ist Landeshauptmann und kandidiert als Bundeskanzler. Das heißt, Sie machen beides. Sie wollen gleichzeitig Landeshauptmann sein und Bundeskanzler werden. Das wird nicht gehen, sondern man wird sich dann für etwas entscheiden müssen. Und diesen Zeitpunkt werde ich selbst bestimmen, wenn ich klar mache, in welche Richtung ich marschiere, damit die Bevölkerung weiß, wenn sie uns die Stimmen gibt, was sie damit wählt. Das heißt, Sie lassen beides offen? Na klar. Also sowohl Landeshauptmann als auch Bundeskanzler. Es ist ja noch kein Wahlkampf. Außerdem ist ja nach der Landtagswahl erst die Frage der Regierungsverhandlungen und damit die Wahl des Landeshauptmanns. Das ist richtig. Also Kärnten kommt zuvor, nicht? Das heißt, Sie könnten durchaus in Kärnten kandidieren. Das haben wir gestern auch gesagt, Kärnten zuerst. Und mir ist das halt wichtig, Kärnten. Das muss ich schon ehrlich sagen. Ja, also Sie sind meine ein Kärntner, ist mir schon wichtig. Die Niedrigkeiten der Bundespolitik sind Ihnen zuwider, oder? Nein, sondern dieses Land ist einfach in den letzten Jahren wirklich massiv zurückgefallen. Und wenn man dort wohnt und weiß, was für Begabungen in den Menschen stecken und was dieses Land für Chancen hätte an und für sich, dann tut es einem einfach weh, wenn das nicht funktioniert. Aber gar so schlecht ist in Österreich ja doch nicht. Habe ich nie gesagt. Sonst würde ich mich ja nicht so anstrengen, diesen tüchtigen Österreicherinnen und Österreichern eine gute Zukunft zu geben. Ja, natürlich gibt sehr viele. Und die tüchtige, fleißige und anständige Funktionäre. Auch. Letzte Frage, das Dr. Lackner. Das war gar nicht so suffisant. Nein, ich meine das wirklich so. 99,9% der Freiheitlichen sind wirklich klasse Leute. Anständig. Die Dr. Lackner, letzte Staat Frage, bitte. Und die sich wirklich nicht, die sich wirklich nicht durch einen Fall... Ich muss unterbrechen, weil die Sendezeit zu Ende geht, bitte. Bitte sehr. Herr Dr. Heider, 98, das war so ein magisches Jahr für Sie. Die Werbeagentur heißt 98. Alles war auf dieses Jahr ausgerichtet. In dem Jahr wollten Sie Kanzler sein. Es schaut so aus, als werden Sie es auch nächstes Jahr nicht. Schließen Sie aus, dass Sie dann 2003 es noch einmal versuchen? Dann sind Sie 17 Jahre also immerhin schon Oppositionsführer. Wenn Sie sagen, dass es nächstes Jahr nicht wäre, ist das eher eine Garantie, dass es wäre, weil noch nie was gestimmt hat, was Profil oder Sie gesagt haben. Also würde ich sagen, sollte tatsächlich einmal etwas stimmen, was Sie sagen, ich habe Kraft genug, um in Österreich weiterzumachen.
Vielen Dank, Dr. Haider. Vielen Dank den Kollegen von Profil und News. Im Hohen Haus geht es, wie könnte es anders sein, mit der Affäre Rosenstiegel auch weiter und mit dem neuen Beschäftigungsprogramm. Ich sage Ihnen Dankeschön und auf Wiedersehen am nächsten Sonntag wieder um 11 Uhr bei der Pressestunde. Das ist diese Jagd und beim Erdbeben.